Abnehmen ohne Sport. Ja, ihr habt richtig gehört. In den nächsten Minuten werde ich euch drei Tipps und Routinen geben, die nicht nur auf euer Gewicht, sondern auch euer Darmmikrobiom abzielen. Und zwar zugunsten der guten Bakterien, die euer Gewichtsmanagement unterstützen. Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Die Forschung hat gezeigt, dass die Zusammensetzung der Darmmikrobiota Einfluss auf unsere Ernährungsgewohnheiten haben kann. Unterschiedliche Bakterienstämme im Darm können demnach verschiedene Cravings oder auch Gelüste beeinflussen. Durch die gezielte Förderung bestimmter Bakterien und die Schaffung eines Gleichgewichts zugunsten gesunder Bakterien kann sich das Verlangen nach ungesunden Lebensmitteln und Snacks verringern, was dann wiederum beim Abnehmen behilflich sein kann. Beispielsweise kann ein höherer Anteil an Firmicutes im Vergleich zu Bakteriodetes im Darm mit einem verstärkten Verlangen nach ungesunden Nahrungsmitteln und einem höheren Körpergewicht in Verbindung stehen. Im Gegensatz dazu können Bakterien wie Akkermansia muciniphila, die mit einem gesunden Stoffwechsel assoziiert sind, möglicherweise dazu beitragen, das Verlangen nach ungesunden Lebensmitteln zu reduzieren. Tipp Nummer 1: Präbiotische Lebensmittel. Präbiotika sind nicht verdauungsfähige Nahrungsbestandteile, die das Wachstum und die Aktivität bestimmter guter und gewichtsreduzierender Bakterien im Darm fördern. Anders gesagt, sie sind der Treibstoff für unsere guten Darmbakterien. Präbiotische Nahrungsergänzungsmittel, insbesondere solche, die Fructooligosaccharide enthalten, sind eine bequeme Möglichkeit, diese in unsere Ernährung zu integrieren. Knoblauch, Zwiebeln, Chicorée und Artischocken sind Beispiele für Lebensmittel, die ebenfalls reich an diesen präbiotischen Verbindungen sind. Indem wir diese in unsere Ernährung integrieren, schaffen wir eine optimale Umgebung für die Vermehrung der für unsere Darmgesundheit entscheidenden Bakterien. Versuche täglich auf 50 Gramm gut verfügbarer Präbiotika zu kommen. Tipp Nummer 2: Vielfältige fermentierte Lebensmittel für die Probiotika. Fermentierte Lebensmittel sind wahre Schätze für unser Darmmikrobiom. Sie durchlaufen einen Gärungsprozess, bei dem Mikroorganismen wie Bakterien, Hefen und Pilze aktiv sind. Sauerkraut, Kefir und Kimchi sind Beispiele für solche Köstlichkeiten, die nicht nur den Gaumen erfreuen, sondern auch reich an lebenden Kulturen sind. Diese lebenden Kulturen oder auch Probiotika sind bekannt dafür, das Gleichgewicht der guten gewichtsreduzierenden Bakterien im Darm zu fördern und eine Vielfalt gesundheitsfördernder Effekte zu haben. Wenn ihr nicht auf drei Portionen verschiedener fermentierter Lebensmittel am Tag kommt, dann ergänzt eure Routine ganz einfach mit Sporenprobiotika. Sporenprobiotika sind besonders widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse und bieten eine einzigartige Unterstützung für euren Darm. Diese Probiotika können dazu beitragen, das Mikrobiom weiter zu diversifizieren und die Gesundheit des Darms zu stärken. Und Tipp Nummer 3: Stressreduktion für ein harmonisches Mikrobiom. Unser Darm und unser Gehirn sind über die sogenannte Darm-Hirn-Achse miteinander verbunden. Chronischer Stress kann diese Achse beeinflussen und das Gleichgewicht der Darmbakterien stören. Dabei sterben gute Bakterien ab und es kommt häufig zu einem Leaky Gut. Stressreduktionspraktiken wie Meditation und Yoga, aber auch Spaziergänge in der Natur sind nicht nur effektiv bei der Bewältigung von Stress, sondern können auch dazu beitragen, die Harmonie und Balance zwischen den guten und den schlechten Bakterien im Mikrobiom zu bewahren. Außerdem spielt ausreichender Schlaf eine Schlüsselrolle für ein gesundes Mikrobiom. Während wir schlafen, hat der Körper die Möglichkeit, sich zu regenerieren und das Mikrobiom zu pflegen. Daher ist es wichtig, genug Stunden erholsamen Schlaf zu bekommen, um die Gesundheit eures Mikrobioms und besonders der guten Bakterien zu fördern. Ein ausgewogenes Darmmikrobiom ist also nicht nur für die Verdauung wichtig, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle
bei der Gewichtskontrolle. Probiere diese Tipps aus, passe sie an deine Bedürfnisse an und beobachte, wie sich dein Wohlbefinden verbessert. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Einblicke gefallen haben, dann teile deine Begeisterung mit einem Daumen hoch und abonniere auch gerne unseren Kanal für kontinuierliche Inspiration zu Gesundheit und Wohlbefinden. Deine Gedanken und Fragen sind uns wichtig, also lass sie in den Kommentaren da. Auf ein gesundes und erfülltes Leben. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Bis dahin.